gemach. Zweimal mit derselben Attacke getroffen. Bünde betrachtet ein altes Buch. Das Tagebuch des Königs. Vor einer Woche erkrankte meine Frau. Ihr Zustand wird schlechter. Vielleicht hat der Verlust unserer Söhne ihr den Willen geraubt. Sie spricht im Schlaf, dass sie niemals Ruhe finden wird. Oh. Arme Königin. Hey, das ist ein Kristall. Sehr schön. Na gut, was haben wir noch? Da geht's weiter. Au! Wenn er 651 Taler, sehr schön. Geht's weiter? Nein. Hier? Nein. Einfach mal testen, ob man durchkommt, indem man da gegen die Wand läuft. da kommt man zurück. Wo geht's da hin? Da kommt man auch wohin. Ah, jetzt sind wir hier. Wo geht's denn dahin? Ah, jetzt sind wir da oben. Oh, vorher mächtig, aber gern, bevor wir uns da draußen umsehen, würde ich gerne woanders hin wollen. Nämlich da rechts. Da war ja auch noch ein Weg. Hier, bei der Kapelle. Na? Sorry, Leute. Plötzlich muss ich in diesen Kapelle. Oh. Eine Seele! Habt ihr es gehört? Oder auch nicht. Ach, da vorne ist sie erschienen. Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Ja. Hab Dank. Ich glaube, ich weiß, wo dieser Körper ist. So, sollen wir da gleich hingehen? Ja, gehen wir gleich hin. Also, daran kann ich mich tatsächlich schon erinnern, wenn es die richtige Erinnerung ist. Müssen wir hier links, war das glaube ich, zwar hier geht's runter, oder? Ich glaube, hier geht's runter. Ja, hier sind wir richtig. Falsche Richtung. So. Au. Danke. Danke. Ey. So. Nehmen wir mal, wir sind falsch. Es führen zwar beide Türen in den richtigen Raum, aber wir müssen oben hin. Mein Körper, mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Au. Au, was? Wir nehmen auf jeden Fall eine Wunderknolle. Davon haben wir nämlich noch 9. So, 8, 8, 8 passt. Können wir eine Götterknolle nehmen? 150 wären 267. Nein, können wir nicht. Davon nehmen wir noch eine Wunderknolle. Und das waren 20. Ja, das geht auch noch. Geht sogar noch eine. So, das reicht jetzt erstmal.
Wow, der weicht aus. Wow. Wieso kann ich den schnellen Angriff nicht mehr machen? Wow, wow. Okay. Feuer oder nicht Feuer, hieß es, war jetzt die Frage. Ah, besiegt. Also viel ausgehalten hat er nicht, aber er ist halt sehr oft ausgewichen. Das war schon ein bisschen blöd. Da hilft man dieser Seele und als Dank greift sie uns an. So. Gut, dann geht es jetzt dort oben weiter. Wow. Aua. Lass den Blödsinn. Was haben wir denn da? Waffenkammer anscheinend entdeckt. Na, halt nur mal, das wollte ich jetzt aber noch nicht. Was, die lebt noch? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Was ist das Esszimmer? Küche? Kommen wir da rein? Ja! Da bin ich ja gespannt, wo es da hingeht. Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Winde erhält den Opal. Haha! Unser erstes Juwel. Okay, da müssen wir jetzt wieder runter. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Da kommt schon die Grafik. So, gleich mal nachsehen. Wo ist der Opal? Da rechts ist er. Ein schwarzes Juwel. Fehlen nur noch drei. Ah, da sind wir jetzt hier draußen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon hier umsehen. Ich weiß nicht. Ja, machen wir einfach mal. Verflucht! Verschlossen! Halt! Okay, ich dachte, wir können vielleicht irgendwie den Efeu hoch, aber ich komme da leider nicht hin. Okay, da auch nicht. So, und wie sieht's hier aus? Verflucht! Verschlossen! Okay, das heißt, wir kommen hier draußen gar nicht weiter. Na gut. Oder noch nicht, keine Ahnung. So, wo finden wir die restlichen drei? Nein, das ist falsche Richtung. So. Dann geht's hier weiter. Okay, das war's. Ein bisschen enttäuschend. Wenn der hält Turmschlüssel! Vielleicht hätte er es links senden sollen. Dann was haben wir hier? Wenn der hält Eispickel! So, hier, Turmschlüssel, ein Schlüssel. So, Waffen sind direkt über uns. Eispickel.
Der kalte Hauch des Todes. Plus 3 Schaden? Nehmen wir. Sehr schön. Hier ist ja nicht irgendwo noch was versteckt, oder? Nee, ich glaube nicht. So, gehen wir mal jetzt aber hier in der Mitte hoch oder runter? Runter, glaube ich. Nein, hoch. Okay. Und was haben wir hier? Ah. Was? Ach, Luffy war das, ups. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Ah, das ist für die... für die Kronleuchter. Was war das? So, irgendwie ist da jetzt, steht da 7, da 1 und da 6. Jetzt ist da 1. 1. Oh. Zwei, drei, sieben. Zwei, drei, sieben, okay. Fünf, acht, ein. Ah, wir brauchen das ja, aber das haben wir doch noch gar nicht. Hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Wir brauchen das ja, in dem sie gestorben sind. Das war hier nämlich wichtig, aber das haben wir noch nicht. Außer ich hab's vergessen. Okay, das heißt, da müssen wir später weiter. Dann haben wir jetzt entweder... Jetzt haben wir eigentlich nur noch hier rechts weiter, nach draußen. Au. Oder oben weiter. Hm, sollen wir oben weiter oder erstmal hier? Was? Wieso lebt er noch? Beide leben noch. Wir gehen erstmal in die Türmschlüsse rein. In die Türme rein. Machen wir erst den rechten. Ach ja, ich muss den Schlüssel erstmal ausrüsten. Und nun ja. Winner benutzt den Turmschlüssel. So. Hohoho. Das war ja aber heftig. Okay, da komme ich noch nicht weiter. Aber da kommen wir weiter. Halt ein Kristall. Winde hält ein Kristall. Juhu. Hm, was noch? Was finden wir noch alles hier? Ah, da ist die Truhe. Bündel dein Abwehrelixier. Ja, geil. Nehmen wir gleich mal. Abwehrelixier getrunken.
Ach, wer schreit um eins? So, dann geht's jetzt wo weiter? Ich glaube hier. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstrecken. Hey, ist das... Ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Und er steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Ist das nicht auch gerade gehört? Wie eine Seele hat sich das schon wieder angehört. Aber ich glaube, wir haben das jetzt gewechselt und es ist jetzt kein Gift mehr. Keine... Na, wie heißt es nochmal? Säure. Wo ist diese Seele? Das hat sich doch so angehört, als wäre eine Seele erschienen. Naja. Offenbar nicht. Egal. Raus in den nächsten Raum. Bin schon gespannt, was da sein wird. Wenn er benutzt den Turmschlüssel. Sehr schön. Was haben wir rechts? Nichts. Okay. Hier scheint auch nichts zu sein. Gehen wir da hoch. Geld. Juhu. Noch mehr Geld. Ich bin sicher, wir erreichen hier auch noch das 24. Level. So, der ist weg. Der ist auch weg, nach so einem kritischen Treffer. Hier gibt's gar nichts irgendwie. Sind wir hier oben? Und was wollen wir hier oben? Oh. Hoch. Wir sind ziemlich hoch. Ich bin schwindelig. Anna, schau. Die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo, ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Was? Der Topas sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Wende erhält den Topas. Ich hoffe, Fluffy macht das nie wieder. Leute, was? Wir haben doch den Topas doch. Wieso leuchtet die Grafik doch? Topas, ein gelbes Juwel. Naja. Ah. Gut, dann haben wir das hier jetzt. Wir haben zwei Juwelen.